So Leute, heute ein etwas anderes Opening. Ich flagge es weiterhin als Booster-Opening. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich weiß, dass es ein Brief ist. Und zwar hat der gute Dr. Alzheimer von Ultima Vintage, Magic Vintage bei Dr. Alzheimer, dieser Name, hat mir einen Brief geschickt. Und ja, den machen wir jetzt mal auf. Ich habe ihn ja als einen meiner Gewinner gezogen für mein Weihnachts... Gewinnspieler für meine Weihnachtsgewinnspielaktion und habe ihn auch einen frühzeitig Weihnachtsgeschenk gemacht, als er meine Nummer 1 wurde, der Magic Channel, die man sich auf Deutsch mal anschauen sollte. Und deswegen, ich weiß noch nicht, was in diesem Brief drin ist. Es kann sein, dass dieses Video niemals online kommt. Dann würdet ihr es jetzt nicht hören. Also wird wahrscheinlich was drin sein. Also sind wir mal gespannt. Okay. Ich habe einfach mal hier noch geschwärzt gehabt. Was haben wir hier? Frohes Neues, mein Lieber, für deinen Kanal. Bitte Namen und Adresse geheim halten. Ja, wurde geschwärzt. Ja, okay. Jetzt. What? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. Ich sehe einen. Oh mein Gott. Ein cooles Booster. Die habe ich damals zuhauf verschenkt, als sie super günstig waren. Mittlerweile sind die gar nicht mehr so günstig. Und haben mittlerweile auch sehr teure Karten dran. Oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt auf, ohne dass ich... Ah, oh, Tesafilm. Man merkt selber, weil es um alte Deck, um alte Booster geht, werde ich direkt wieder ganz zittrig. Ich liebe alte Booster. Wer nicht. Aber, ja. Oh mein Gott, hier, ich komme dran. Oh mein Gott, ja. Ja, was ist da jetzt drin? Das ist wirklich ein geschlossenes Booster. Oh mein Gott. Das kann man doch nicht machen. Ganz zurück. Danke, danke, danke. Tausend Dank dafür. Oh mein Gott. Das ist mein einziges Weihnachtsgeschenk. Das klingt jetzt traurig. So traurig sollte es eigentlich nicht klingen. Egal. Gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Oh Gott. Hideaway, oh mein Gott, es tut mir leid, ich bin 1,75 in Dollar. Das heißt, das ist ein englisches Booster, also im Sinne von Englisch, es kommt aus England, aus Amerika. Oh mein Gott, 1,75 haben die damals gekostet, damit haben die Preise da drauf gedruckt, damit die Leute nicht abgerippt werden. Für 1,75 würden die heute wahrscheinlich immer noch verkauft werden. Von wann ist denn das? Steht das irgendwo drauf? Trademarks... Oh mein Gott, 1995! Da war ich 5. Oh mein Gott, ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie die Ordnung ist. Gucken wir uns die mal an. Folk of Anhanwa. 1-Mana-1-1. Wenn man damit blockt, kriegt die +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Oh mein Gott, diese Karten. Die fühlen sich so gut an. Die Qualität. Oh mein Gott, was haben wir hier? Giant Albatross. Oh mein Gott, was ein langer Text. Das sieht aus wie eine Yu-Gi-Oh! Karte. 2-Mana-1-1 fliegend für 2 Mana. Opfert man alle Kreaturen, die den Giant Albatross so Schaden zugefügt haben. Jeder Spieler kann 2 Leben bezahlen mit diesem Effekt. Pro Kreatur? Nee, um eine Kreatur zu verhindern. Was ist das? Diesen. Wow, okay. Schaden kann nicht redirected werden, kann nicht countert werden. Man kann es nicht benutzen, um das Leben zu countern. Was? Diese Effekte. Ja. Giant Albatross und Rot. Was? Roter Ropter? Ne, ist ein Topter. Rotero Topter. Oh mein Gott. 1-Mana-0-2. 0-Mana-0-2 wäre schon besser. Fliegend und für 2 Mana kriegt der +1/+0. Und das kann man nur 4-mal machen. Okay. Zerabisteria. 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Man muss das zu Beginn des Versorgungssegments opfern. Es sei denn, man bezahlt 2 weiße Mana. Das ist cool. Und die Kreatur kann weder angreifen, noch blocken, noch aktivierte Fähigkeit benutzen, die ein Tapsi-Symbol drin haben. Das ist schon cool. Und die habe ich sogar gespielt. 3-Mana-0-5, Schutz vor Schwarz, die Cemetery Gate. Beziehungsweise das Cemetery Gate. Dann haben wir Renewal. Oh mein Gott. 3 Mana, man opfert ein Land, sucht sein Deck nach einem Standardland und bringt es direkt ins Spiel.
Das zählt nicht zu dem einen Land, was man pro Runde spielen darf. Danach mischt man sein Deck und zieht eine Karte zu Beginn des nächsten Upkeeps. Hä? Oh mein Gott, Homelands ist so bad manchmal. Ghost Towns, 2 Mana, 1-1. Die werden nicht getappt beim Angreifen. Und wenn die eine weiße Kreatur blocken oder von einer weißen Kreatur geblockt werden, kriegen die Erstschlag, bis man es so ist. Und ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall unsere Rare, weil das ist ein Land. Und das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Anhanwar's Township. War die erste Karte nicht auch von Anhanwar? Oh ja, da, Volk auf Anhanwar. Tappen für ein farbloses oder 1 Mana tappen, wir kriegen ein grünes. 2 Mana tappen, wir kriegen ein weißes oder 2 Mana tappen, wir kriegen ein rotes. Nice. Ey, ich wünschte, ich könnte euch irgendwie dieses Gefühl mal... Oh, ich liebe alte Magic-Karten. Ja, nochmal tausend Dank fürs Zuschicken von diesem Booster. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.